Nächster Punkt der kleinen Serie. Gästeführer zeigen ihre Lieblingsorte. Wir sind jetzt so ungefähr auf der Stadtgrenze zwischen Bottrop und Gelsen und Oberhausen auf der Halde Haniel. Die Halde Haniel ist insgesamt 184 Meter über NHN hoch. Über Bodenniveau vom Haldenfuß aus etwa 150 Meter ist die größte begehbare Halde im Ruhrgebiet, also die der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, die höchste. Und auf dieser Halde gibt es einen Kreuzweg. Der ist hier in den 1990er Jahren angelegt worden. Da war die benachbarte Zeche Haniel, die letzte Zeche, die in Deutschland noch gefördert hat, noch lange in Betrieb. Und der Bergwerksdirektor Ketteler hieß der, der war offenbar sehr fromm. Und der hat diese Idee befürwortet. Als Papst Johannes Paul II. Mal in Deutschland war, 1987, da hat diese Idee Schwung bekommen. Und dann ist der Kreuzweg eben in den 90er Jahren hier angelegt worden. Die einzelnen Kreuzwegtafeln hat Tisa von der Schulenburg gestaltet. Eine Künstlerin mit schillernder Lebensgeschichte, als ostelbische Agrariertochter geboren, dann sich der Kunst zugewandt, hat immer sehr streng ihren eigenen Lebensweg verfolgt, hat gegen den Willen ihres NS-Vaters einen Juden geheiratet und ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg in einen Orden eingetreten, ist Schwester Paula geworden und hat sich aber als Künstlerin eben einen Namen gemacht. Und deren Tuschezeichnungen, die sind hier in Kupfer geätzt, zu diesem Kreuzweg aufgebaut worden. Und neben jeder Station, also hier liegt Christus im Grab, ist immer im weitesten Sinne passend dazu eine Bergbauinstallation. Hier ein Schild, der das Hangende abstützt. Das kann man auch nachvollziehen. Die Situation mit dem Grab wird hier künstlerisch dann eben nochmal umgesetzt. Und auf der anderen Seite steht das Kreuz. Wie gesagt, das ist gefertigt worden aus Anlass des Besuchs von Papst Johannes Paul II. Von Berglehrlingen. Aus Spurlatten gebaut, also die Hölzer, die den Korb führen im Schacht, und ist dann als Gipfelkreuz hier aufgebaut worden. Nur die Halde ist noch weiter gewachsen. Also wenn man in die Richtung schaut, dann sieht man, die Halde ist dann weiter geschüttet worden. Die heutige Spitze ist dort oben. Und da ist ein Kunstwerk, der sogenannte Windkamm von Augusto Ivarola, und das nehmen wir als nächstes Ziel, da gehen wir jetzt noch hin und dann haben wir auch den kompletten Rundumblick von dort. Nach diesen Bildern von der Haldenspitze sind wir jetzt auf das eingesenkte Plateau gegangen. Oben sieht man noch den Windkamm von Augusto oder Agostino Ivarola, dem baskischen Künstler, dort aufgestellt. Der hat Eisenbahnschwellen genommen. Er hat das genannt die Totempfähle. Das hat bei jedem Wetter eine ganz eigene Stimmung, wenn man sich da oben befindet bei diesem Kunstwerk. Ich finde den Ausdruck Windkamm eigentlich ganz schön. Und da wir heute unseren Mikrofon mit Puschel vergessen haben, müssen wir windstill stehen, deswegen jetzt in diesem Amphitheater. Das heißt, in die Halde eingesenkt, in die Haldenspitze wurde dieses Theater, was tatsächlich auch bespielt werden kann. Ein offenes Amphitheater ist immer wetterabhängig, aber wird nicht regelmäßig, aber manchmal bespielt vom Theater Oberhausen im Normalfall. Und dann wird man mit Bussen vom unten gelegenen Zechengelände hier hochgekarrt. Und hier oben findet dann die Vorstellung statt. In einer ganz eigenwilligen Atmosphäre, umgeben von dieser Waschbergehalde, aber den Unbilden des Wetters ausgesetzt. Die Haldenlandschaft, hier sind zwei Halden ineinander gewachsen, direkt benachbart, angrenzend ist die Halde Schöttelheide. Die wurde noch sehr lange geschüttet, ist aber jetzt auch fertig, weil kein Abbaumaterial mehr kommt. Insgesamt etwa eine Fläche von 170 Hektar. Ich weiß nicht, wie viele Lkw-Fuhren nötig gewesen sind, um diese gigantische Menge an Bergematerial hier aufzuschütten. Aber damit ist eben ein besonderer Landschaftspunkt entstanden, mit gerade bei klarem Wetter wie heute, mit gigantischer Aussicht über den Niederrhein auf der einen Seite, über das mittlere Ruhrgebiet auf der anderen Seite. Letztes Wort, die Zeche Prosper. Ein Standort liegt direkt hier am Haldenfuß. Und die Zeche Prosper hatte eine andere Technik der Förderung als die klassische Technik, nämlich nicht durch einen senkrechten Schacht, sondern durch einen schrägen Schacht mit einem Förderband.
Da war kontinuierliche Förderung möglich und das Abraum, das Bergematerial, wurde nach der Aufbereitung mit dem sogenannten Unterband dann wieder nach Untertage gebracht, von dem Hauptstandort der Zeche dann etwa 10 Kilometer untertägig hierher gebracht, wieder senkrecht gefördert und dann mit LKW hier auf die Halde gekippt. Ja, die Halde Haniel, ein ganz besonderer Standort wegen der Fernsicht und wegen dieser künstlerischen Umgestaltung und sicherlich einer meiner Lieblingsorte in der Region.